Stell dir mal vor, du bist in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen und wirst mit 18 Jahren plötzlich in ein Land abgeschoben, in dem du noch niemals warst. Ja, ich fühle mich einfach wie in einem Albtraum. Fachletta ist in Hamburg geboren. Mit 18 Jahren musste sie plötzlich nach Montenegro. Hier gibt dir niemand was, glaub mir. Keine Chance. Kann es richtig sein, ein 18-jähriges Mädchen in ein Land abzuschieben, in dem sie noch niemals war? Dieses Video wurde tausendfach geteilt, weil das, was hier passierte, vielen irgendwie ungerecht vorkommt. Fachletta, das Mädchen im Roten Kreis, wird mit ihrer Familie abgeschoben. Sie ist in Hamburg geboren. Doch eines Nachts kommt die Polizei. Die Mutter der Familie bricht zusammen. So muss sie fliegen jetzt. Wir haben das Video gesehen und haben uns gefragt, was ist eigentlich mit der Familie passiert, nachdem sie von der Polizei abgeholt wurde. Wir haben recherchiert und haben die Familie gefunden. Und sind ihnen hinterhergeflogen. Nach Montenegro. In ein Land, von dem ich noch gar keine Vorstellung habe. Fachletta ist eine Roma. Wie wird sie hier leben? Auf den ersten Blick sieht hier alles ganz schön aus. Aber Montenegro ist eines der ärmsten Länder Europas. Durchschnittseinkommen 500 Euro. Rund 3% der Bevölkerung sind Roma. Im Stadtbild sieht man sie nur als Bettler. Ich fahre zu Fachletta. Ein paar Leute aus Hamburg haben für die Familie gespendet. So sind sie erstmal in einem Hotel untergekommen. Sonst essen sie wohl auf der Straße. Das ist Fachletta. Hier in diesem Raum sitzt sie jetzt schon seit 10 Tagen. Mit ihren Eltern und ihrem Neffen Nino. Das Haus hat sie bisher erst einmal verlassen, um Kleidung zu kaufen. Aus Hamburg konnte sie kaum etwas mitnehmen. Als Fachletta abgeschoben wurde, war es 23 Uhr. Die Polizei hatte einen Schlüssel für die Wohnung der Familie. Plötzlich standen sie in ihrem Schlafzimmer. Keiner durfte sich erstmal bewegen. Und dann wurden wir alle zusammen ins Wohnzimmer gerufen. Die meinten, dass 5 Personen Abschiebung bekommen haben. Ich war halt am Schlafen und er hat mich einfach geweckt. Und ich habe gar nicht gecheckt, dass es der Polizisten sind. Und er hat mich einfach nur geweckt und hat mich an den Arm festgehalten und meinte, er geht einfach in das Wohnzimmer und die kommen halt gleich nach. Fachletta sagt, sie habe sich geschämt, vor den Augen aller Nachbarn von Polizisten abgeführt zu werden. Wie die meine Mutter da in diesen Bus reingestopft haben, als wäre sie einfach so eine Mülltüte, die man reinwirft. So. Fachletta und ihre Familie wurden direkt zum Flughafen gefahren. Nur 12 Stunden, nachdem die Polizei sie nachts aus dem Schlaf geholt hatte, landeten sie in Montenegro. Das ist nicht so weit hier. Und dann geht die Polizei weg und dann stehst du da. Genau. So, man ist einfach so ahnungslos. Man weiß so, okay, ich bin jetzt in dieses Land. Ich habe keine Wohnung, erstens. Ich habe kein Geld. Und ich kann die Sprache nicht. So, wohin mit mir so jetzt? Man kann sagen, Fachlettas Eltern hätten es wissen müssen. Waren mehrfach aufgefordert worden, Deutschland zu verlassen. Keiner durfte arbeiten. Der Vater Veljo war wegen Hehlerei sogar im Gefängnis. Aber hatte Fachletta eine Wahl? Sie wurde geboren, ging zur Schule, fand Freunde, war eine Hamburgerin, wie andere auch, nur ohne Pass. Was denkst du, warum Deutschland sagt, nee, du kriegst keinen Aufenthalt, wir dulden dich nur? Ich denke mal, das hängt davon ab, dass meine Eltern hier geboren sind. So, dann komme ich so automatisch auch von diesem Land. Ich komme dann auch irgendwie von Montenegro. Aber so, die wollen das gar nicht verstehen, dass ich eigentlich aus Deutschland komme. Ich sage, ich bin Hamburgerin. So. Ja. Und was sagst du, Nino? Was soll ich denn sagen? Ich weiß nicht. Ja, es ist scheiße, dass wir jetzt hier sind. Ich will auch zurück nach Deutschland, weil da auch meine ganze Familie ist. Ja. Ich will hier nicht bleiben. Fachletta konnte nie entscheiden. Es waren ihre Eltern, die sie in Deutschland zur Welt brachten und die entschieden, in Deutschland zu bleiben, obwohl sie wussten, dass eine Abschiebung jederzeit möglich ist. Bist du auch manchmal sauer auf deine Eltern und fragst, warum habt ihr uns in diese Situation gebracht? Nee, weil ich verstehe das, dass das bei Roman so ist, dass sie kein Land haben
und immer auf der Suche sind, zu in welches Land kann ich passen. Und ich bedanke mich auch bei denen, dass die das Beste so versucht haben. Fahreta ist davon überzeugt, dass sie zurück nach Deutschland kommen wird. Zurück zu ihren Freundinnen, zu ihren Brüdern, zurück in ihr altes Leben. Ihr altes Leben spielte sich vor allem hier ab, in Hamburg. Da werden schon Leute frisiert, das wird sein. Eine Schule für benachteiligte Jugendliche. Dauerwellen, Hochsteckfrisuren. Fahreta hatte Talent, erzählen mir ihre Lehrerinnen. Sie haben sie auf eine Ausbildung vorbereitet. Sie wollte unbedingt Friseurin werden und hat dann deswegen irgendwie uns gefunden, aufgetan und stand dann da und sagte so, ja, ich möchte mich hier anmelden. Davon hat sie immer geschwärmt, dass sie sich dann selbstständig machen möchte, den Meisterbrief. Und so wie ich sie kennengelernt habe, hätte ich mir das gut vorstellen können bei ihr. Dass sie da hinkommt, ja. Fahreta wollte bald eine Ausbildung anfangen. Dann wäre sie vielleicht nicht abgeschoben worden. Aber ohne festes Bleiberecht kriegt man halt auch schwer einen Ausbildungsplatz. Ein Teufelskreis. Das kennt auch Fahretas beste Freundin Katha. Auch sie hatte jahrelang nur eine Duldung. Wir haben oft darüber gesprochen, sehr oft. Weil ich hatte auch Angst, sie hatte auch Angst. Sie meinte noch so, auch wenn wir abgeschoben werden, du oder ich, das wäre echt traurig, weil wir verstehen uns beide, unsere Geschichte, und dann können wir uns nicht mehr so mehr sehen, außer telefonieren und so. So! Hi! Hi! Wir vermissen dich hier auf jeden Fall. Ja. Wir haben hier auch schon, eine Kollegin hat schon ein paar Tränen vergossen gerade. Ja. Und wir haben gerade noch mal darüber geredet, dass wir gar nicht uns vorstellen können, wie es wäre, wenn du nicht zurückkämst. So. Dann halt uns mal auf dem Laufenden, wenn es was Neues gibt, ne? Okay. Ja. Ich wünsche mir einfach, dass sie wieder zurückherkommen kann und ihr Leben hier leben kann, weil sie hier mehr erreichen kann als da unten. Und Fahreta will einfach nicht glauben, dass sie jetzt da unten ist. Sie verweigert jeden Gedanken an eine Zukunft hier. In Montenegro ist alles scheiße, sagt sie. Ich will mir selbst ein Bild davon machen, wie Roma hier leben. Fahreta will auf keinen Fall mit. Wir fahren ohne sie. An diesem Ort sind Fahretas Eltern aufgewachsen. Eine Roma-Siedlung am Rande der Hauptstadt. Fahretas Vater Veljo ist mit uns gekommen. Hier hat er vor 30 Jahren gelebt. Doch sein altes Haus steht nicht mehr. Mit der Kamera fallen wir auf. Ein paar Bewohner sprechen uns an. Und dann die Überraschung. Sprichst du Deutsch? Ja, ich spreche. Echt? Warum? Ich war 9 Jahre da geboren und dann abgeschoben direkt hier. Warte mal, du bist in Deutschland geboren? Ja. Wo? In Bergedorf, glaube ich. In Hamburg? Ja, in Hamburg. Das heißt, du hast 9 Jahre in Deutschland gelebt? Ja, ja. Und dann kam die Polizei und hat euch hierhin abgeschoben? Ja, ja. Genau so. Aus Deutschland haben sie uns einfach weg, hier weggeschmissen, sagt man so. Weggeschmissen? Ja, einfach. Krass. Birsi ist heute 24. Seit seiner Abschiebung lebt er hier ohne Papiere, ohne Strom, ohne Dusche. Zur Schule ist er nie wieder gegangen. Und er war mal Hamburger, genau wie Fahreta. Denkst du manchmal jetzt noch so, wie hätte mein Leben ausgesehen, wenn ich in Hamburg geblieben wäre? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Hast du abgeschlossen? Ja, ja, vorbei. Was hast du jetzt so für Ziele hier im Leben? Hier im Leben überleben, nur überleben. Birsi zeigt uns, wo sein Haus steht. Rein dürfen wir nicht. Es ist ihm unangenehm. Der wohnt jetzt heute mit seiner Frau und 2 kleinen Kindern in dieser grün-gelben Wellblechhütte. Kann sich jetzt auch nicht vorstellen, dass Fahreta hier so lebt in so einer Wellblechhütte, ne? Viele abgeschobene Roma hier sind nicht registriert, bekommen keine Papiere. Wie kann Deutschland solche Menschen eigentlich hierher abschieben? Die Antwort? Montenegro nimmt sie einfach, weil man es der EU versprochen hat. Montenegro möchte nämlich EU-Mitglied werden. Wo warst du auch in Hamburg? Borstedt. Ich bin schockiert, hier sind so viele Leute, die Deutsch sprechen. Wir alle waren in Deutschland. Ihr wart alle in Deutschland? Ja. Und bist du auch abgeschoben worden? Ja. Wir haben jetzt keine Dusche, keinen Strom, gar nichts. Wann kommst du bei mir zu Hause, ne?
kannst du sehen einen Horrorfilm, ne? Kannst du uns dein Zuhause zeigen? Kein Problem. Komm, zeig. Ja. Oma war 3 Jahre in Greifswald, der wo 2 Jahre in Bostedt. Wir sind alle hier abgeschoben. Alle. Sind Papier, ne? 20.000 Roma leben in Montenegro. Für sie ist es eines der schlimmsten Länder auf dem Westbalkan. Komm hier, bitte. Katastrophe. Weniger als ein Drittel der Roma hat einen Job. Nur jedes zweite Kind geht zur Schule. Ja. Das möchte man. In Deutschland ging Aldin in die 7. Klasse. Seit der Abschiebung hängt er hier nur noch rum. Noch lebt Fahreta in der Sicherheit ihres Hotels. Doch das Geld, das sie von deutschen Freunden und Verwandten haben, reicht nur noch für wenige Tage. Fahreta und Nino sind von morgens bis spät nachts am Handy. So bleiben sie auch in Verbindung mit dem Rest der Familie. Ihr Bruder Daniel wurde nicht mit abgeschoben. Fahreta und er waren sich sehr nah. Und wie geht's dir? Ganz gut. Und dir? Ich fühle mich einfach wie in einem Albtraum. Ich kann das eigentlich gar nicht so realisieren, dass ich wirklich in dieses Land bin, wo ich noch nie war. Hoffentlich sehen wir uns bald. Nee. Aber in Deutschland. Absurd. Daniel sitzt jetzt hier, seine Schwestern und seine Eltern in Montenegro. Er wurde nur nicht mit abgeschoben, weil er schon volljährig war, als das Gericht über die Abschiebung entschieden hat. Fahreta war gerade noch 17. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du denkst, dass deine Eltern da jetzt oder deine Geschwister da sind? Offensichtlich halten sie das durch. Das ist echt krass. Daniel hat mit Fahreta, Nino und den Eltern zusammengelebt. Aber als nachts die Polizei kam, ließen sie ihn zurück. Nach der Abschiebung wurde die Wohnung einfach abgeschlossen. Daniel schläft jetzt bei einem älteren Bruder. Ich habe hier alles verloren jetzt. War einfach schrecklich. Diese Situation so, aber jetzt auch immer noch so. Ja, nur dass ich noch hier bin. Daniel hat bei den Behörden seine eigene Akte. Doch auch er kann jede Sekunde abgeschoben werden. Er will das irgendwie verhindern, am besten mit einer Ausbildung. Aber ohne Pass darf er keine machen. Und einen Pass hat er nicht. Kein Aufenthaltstitel, der Inhaber ist ausreisepflichtig. Seine Duldung muss er seit 10 Jahren immer wieder verlängern lassen. Wie oft musstest du jetzt das hier schon erneuern in den letzten 10 Jahren? Boah, weiß ich nicht, oder? Das ist unzählige Mal. Also manchmal kriege ich mal 6 Monate, manchmal 4. Manchmal eine Woche oder so und dann ist das immer unterschiedlich. Eine Woche Duldung. Jahrelang wurde die Familie so geduldet. Aber warum mussten Fahreta und ihre Eltern dann jetzt gehen? Nach so vielen Jahren in Deutschland. Wir haben recherchiert, haben Gerichtsurteile gelesen, mit der Ausländerbehörde gesprochen. Und die Behörden sagen einfach ganz klar, es gab nie eine gültige Aufenthaltserlaubnis für die Familie in Deutschland. Fahretas Eltern haben es mehrfach versucht, sind schon mal ausgewiesen worden, zurückgekommen. Aber jetzt hat Montenegro eingewilligt, die Familie aufzunehmen. Und ein Hamburger Gericht hat endgültig entschieden, die Eltern müssen gehen. Und weil Fahreta zum Zeitpunkt des Urteils unter 18 war, wurde sie mit ihren Eltern abgeschoben. Im Gerichtsurteil steht, dass minderjährige Kinder wie Fahreta Azovic grundsätzlich das aufenthaltsrechtliche Schicksal ihrer ausländischen Eltern teilen. Das heißt, mitgehangen, mit den Eltern mitgefangen. Ja, und außerdem steht in dem Urteil, Fahreta hätte sich nicht ausreichend in Deutschland integriert. Warum genau, wird nicht begründet. Es sei auf alle Fälle zumutbar, dass sie abgeschoben wird. Fahreta habe ja noch keine Ausbildung begonnen. Im Urteil schreiben die Richter, der Friseurberuf dürfte auch in Montenegro existieren. Zurück in Montenegro. Zum ersten Mal seit Tagen verlässt Fahreta heute das Haus. Wir treffen Bekim. Fahreta kennt ihn über mehrere Ecken. Auch er war in Deutschland. Auch er ist abgeschoben worden. Wie lange warst du vorher in Deutschland, bevor du abgeschoben wurdest? 15 Jahre. 15 Jahre? Ich spreche besser Deutsch als Serbisch. Zum ersten Mal trifft Fahreta hier jemanden, der das Gleiche durchgemacht hat wie sie. Aber hattest du nie den Ziel, wieder zurück nach Deutschland zu kehren? Ja, na klar, das habe ich jeden Tag. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, denke ich mir, ach scheiße, warum bin ich nicht in Deutschland? Aber was willst du machen? Du bist halt hier jetzt und tja. Bekim ist in Hamburg-Billstedt aufgewachsen, hat ein Leben geführt wie Fahreta, ging zur Schule, hatte Freunde, bis zum Tag seiner Abschiebung. Ich bin zur Schule gegangen, ich bin zum
wo ich hierher gekommen bin, dann, ich hatte keine Papiere, ich konnte nicht zur Schule gehen, ich konnte nichts machen, nichts lernen, nichts. Was hast du dann gemacht? Gar nichts. Nur jeden Tag das Gleiche, nur sitzen, zu Hause, aufstehen, schlafen, essen, das war's. Wie lange hat es gedauert, bis du Papiere bekommen hast? 2 Jahre und 8 Monate. Fachreta ist ja jetzt vor 10 Tagen abgeschoben worden aus Hamburg, ne? Ist jetzt 18, ist ja auch noch zur Schule gegangen und alles. Was würdest du ihr, kannst du ihr was raten? Was soll ich dir raten? Ich würde dir sagen, versuch einfach alles Mögliche zu machen, um deinen Pass zu bekommen, deine Papiere zu bekommen. Erledige deine Sachen und hau ab von hier. Hier ist kein Leben, hier gibt dir niemand was, glaub mir. Ich bin auch eine Zeit lang gegangen, ich habe gebettelt. Vor 2 Jahren. Ich habe gebettelt, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich bin auf Mülltonnen gegangen. Ich habe gegammelt in der Mülltonne. Ich habe gegessen aus der Mülltonne. Ja. Nein, dieser Film sagt nicht, wir dürfen nicht abschieben. Er sagt auch nicht, alle sollen zu uns kommen. Und ja, er erzählt einen Einzelfall. Gesetz ist Gesetz, klar. Und in diesen Zeiten hört man immer lauter, wir müssen mehr und konsequent abschieben. Aber vielleicht muss man hin und wieder mal in ein einzelnes Gesicht schauen. Von jemandem hören, der abgeschoben wurde. Damit man nicht vergisst, wovon man spricht. Damit uns die Maßstäbe nicht verrutschen. Ich habe auch danach später über das mit meinem Vater geredet. Also was aus Menschen wert, wenn sie abgeschoben werden, dass die dann drogenabhängig werden. Ja, mein Vater meinte zu mir, ich soll einfach nur psychisch stark bleiben. Man darf sich nicht runterziehen lassen, egal was kommt. Meinst du, du schaffst das, stark zu bleiben? Ein paar Monaten schon, aber wenn ich so an Jahre denke, dann weiß ich ehrlich nicht.